Pappes, zieh dich warm an. Jetzt geht's erst richtig los. Die Hunde werden von alleine gelassen. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen und sind topfit. Weil heute wartet ganz ein besonderes... Jetzt haben die so eine schöne Villa und dann aber Motten im Schrank. Man spricht dabei von Lochfraß. Drück! Ja, das ist ein Arschloch. Dass es im Schritt juckt, das kenne ich jetzt sonst nur vom Bachelor. Also Sandra macht es super. Es ist mega schwierig dort oben, ich weiss es. Und vor allem, wenn das Blut im Kopf hier läuft. Soll noch einer sagen, Model, sagen nicht im Kopf. Nimm die Ballone in die andere Hand und tu sie dort über. Siehst du, liebe Mia vom Bachelor, man kann im Fernsehen auch seine Ballonikamera heben, ohne dass es primitiv wird. Oh, come on. Valon radelt zu seinem Shooting. Der Valon mit dem Velo. Oder kurz Velon. Hoch motiviert, sich beim Shooting bestmöglich durchzuboxen, ist auch Vanessa. Vanessa, du hast das alles richtig gemacht, weil du hast dir eben keinen Adele-Song ausgesucht oder irgendeinen Kram, ja? Das ist alles authentisch, das ist alles auf den Punkt, alles richtig gemacht, ja. Heute, liebe Models, haben wir eine klitzekleine Überraschung für euch. Betonung liegt auf klitzeklein. Gut, immerhin eine gute Vorbereitung fürs Casting, glaube ich. Dort wird noch jemand mit einem Würstchen vor Ihnen rumwedeln. So, habt ihr Hunger? Total, ja. Was war das für ein Geräusch? Wollen wir es nochmal haben? Was für ein geiles Geräusch. Ich mache dich jetzt zum Popstar, Papis. Achtung, kleinen Moment. So, Audioprogramm aufmachen. So, Originalfile. Tönt so. Jetzt machen wir das Ganze ein bisschen höher da. Ja, das muss noch höher und vor allem ein bisschen schriller sein. Achtung. Perfekt. Alessandro, mach was! Wow. No, io mangio tutto! Oh, Lorenzo! Oh. Jetzt hat er schon abgespritzt. Kellner hast du noch nie gemacht, ne? Meine schlimmsten Erwartungen wären, was sie für eine Frisur, also was ich als schlimmstes empfunden hätte, wenn sie mir das Haar so geschnitten hätten. Und ich habe so gesagt, ich habe so einen Fuck-Gorilla. Ein was? Ich habe so einen Fuck-Gorilla. Ein Fuck-Gorilla? Das da ist ein Fuck-Gorilla. Du weißt, woher das kommt, ja? Nein. Vorne kurz, hinten lang. Fokuhila. Rostschwanzträger kennen das vom Duschen. Vorne kurz, hinten lang. Okay, ist ein bisschen billig gewesen. Aber ich habe nicht angefangen mit den billigen Würstchen-Gags. Das ist nicht mehr nur Tool für die Freizeit, wo man mit seinen Freunden in Kontakt ist, sondern es ist tatsächlich fürs Business sehr wichtig. Ich mag Social Media, aber es ist nicht 100% mein Ding. Ich bin hier, ein Model zu sein und nicht Influencer. Yes! You're goddamn right. Wenn man dir das Resultat von Team Pappes angeschaut hat, in der Küche, dann Banane essend, also die ganze Ästhetik hat mich sehr an einen schlechten Pornofilm erinnert, muss ich tatsächlich sagen. Nein, das ist ein schlechter Pornofilm. Ich habe so Pech, Mann. Irgendwie gewinne ich nichts, aber... Ja, kein Wunder, Xavier. Du hast dein Haufissen falsch rum in der Nase. Ja, dann geht das ganze Glück raus und so. Die Temperatur ist heiß, aber... Jesus Gott, haben die so eine Caritas-Kleidersammlung überfallen, oder was? Wir sind High Fashion. Was High Fashion? Ich sehe keinen Unterschied, ob das ein Penner oder ein Model ist. Das war ganz schön gesagt. Danke. Ich sah mega gut aus in diesen Designerkleidern. Nein. Steht euch super, macht euch edgy in High Fashion. Nein, nein, nein. Ich kann heute leider kein Foto überreichen, weil ihr seht, da ist Wasser und I'm not Jesus yet. Und die Jungfrau Maria ganz sicher nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, was Valon für einen Blick drauf hat. Ob er uns überrascht? Ich auch. The man has only one look for Christ's sake. Blue Steel, Ferrari, La Tigra, they're the same face! Doesn't anyone notice this? I feel like I'm taking crazy pills! Vivian ist Wackelkandidatin. Ich
ich bin mega überrascht, dass Vivi wackelt. Das wäre ein geiler Schlagername. Vivi Wackel. Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr. Zuerst verabschieden muss ich mich von der Vivienne. Ich weiss, du wirst ihn weggehen und... Oh, come on. Das ist geil, wenn selbst ein Jurykollege findet, oh, das war jetzt eine zu billige Floskel. Oh, come on. Oh, come on. Cause you are the reason I'm losing my... Ja, es kommt unerwartet. Es ist sehr unerwartet gekommen. Liebs, wie gehst du heim? Ernsthaft? Ja. Du verarschst mich. Nein. Ich habe so genossen mit euch. Wirklich, ihr seid die beste Gruppe. Du hast ja nichts verlieren, du hast ja nur gewonnen. Boah. Jetzt kommt der noch mit so einer Floskel. Oh Gott, ich liebe dich. Und jetzt gehen wir heim. Nein, ich will es gar nicht wissen. Boah. Eine? Darf jetzt das Schlusswort halten. Lorenzo. Ja, gratuliere ganz herzlich, Lorenzo. Also, was sind deine letzten Worte? Tschüss, Leute, ich gehe. Danke, danke, danke. Ciao. Und alle anderen. Party! SRF 3.